den Stamm zu wachsen. The fuck! Da ist man mal ganz kurz auf Schnellreise und dann passiert hier sowas. Fuck, 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 fuck. Ich war gerade in der Schnellreise und wollte eigentlich nichts Böses. Und da wurden wir quasi in meiner Pause mittendrin so überrascht. Wow. Okay. Ich habe mir gerade einen Speicherpunkt gesucht. Und dann sowas. Genau. Ich bin längst weg. Ja. Dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als hier Terror zu machen. Das hier ist das Jagdgebiet der Nora. Und wie man sieht, hier fehlt einiges. Ich muss den Kampf gewinnen. Den gewinnst du auch, keine Sorge. Wow. Du jetzt gerade hier hinspringen wolltest. Aua! Jetzt sehe ich nichts. Und. Das haben wir. Die Nora haben sich hier zur Wehr gesetzt. Sie haben alles getan, um das Becken zu beschützen. Aber holla die Waldfee. Die Nora haben nicht gehalten. Das hier ist. Metall und Asche. Das hat nichts mit Zukunft zu tun. Das ist eine riesige Katastrophe, was hier abgeht. Ja, mies, richtig mies. Und vor allem, ich denke mir nichts Böses. Stehe hier an diesem, an dieser. Wo ist es denn? Ich finde es jetzt nicht. Hier doch, direkt vor meiner Nase. Fällt im Feuer gar nicht auf. Will hier nur Schnellreise. Und da kommt dieses Ding durchs Tor durchgeflitzt und prügelt mich auf einmal windelweich. Und wow. Krasser Schüssel. Man merkt, der Krieg ist losgegangen und ja, die Gegner sind zahlreich. Und hier überall laufen jetzt Verwüste durch die Gegend. What the? Oh. Ist das da echt ein Todbringer? Das ist ein Todbringer. Sorry, ich bin wieder weg. Ich wollte nur mal ganz kurz anpieksen. Fuck. Ist das ein Ding hier? Höp. Die anderen auch noch dazu. Na komm, hier ist doch eigentlich ein Tor. Wuppa! Jetzt übertreibt ihr aber, Mädels. Schaff ich das? Yay! Das funktioniert. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, wir sollten auf jeden Fall zuerst den Todbringer pulverisieren. Und zwar nach Möglichkeit.
Geschwindigkeit aus der Entfernung. Vielleicht kriege ich es auch hin, einfach einen seiner Geschütze zu zerlegen. Das würde ja schon mal was bringen. Deckung. Aber nee, seine Waffen sind gefühlt unzerstörbar. Au. Nee, das ist doof. Das bringt mich jetzt in eine richtig blöde Situation. Sei denn, ich komme hier irgendwo wieder hoch. Ja, doch, ich komme hier hoch. Mich, wie viele von den Todbringern die jetzt hier dabei haben. Na komm. Okay, der trifft mich nicht, ich treffe ihn nicht, oder wie sieht das hier aus? Ja, gut. Damit treffe ich auch nicht. Bisschen was von Terminator hier. Wenn die Dinger angreifen. Wow. Ach, dammit. Okay. Aloy macht hier lieber Bodentouren. Okay, weiter darüber. Das hat gerade eben schon funktioniert. Das wird wieder funktionieren. Okay, jetzt wird's gefährlich. Kommen noch ein paar mehr. X. Okay. Ja, ich... Okay, ich stehe zu weit weg. Aber ich versuche den lieber auf Distanz zu besiegen. Egal, wie weit er jetzt wegsteht. Nee. Nee. Die sagen mir jetzt nicht, das Ding hat sich regeneriert. Das ist doch ein Joke. Von der Seite. Das ist echt ein Jux. Okay, an den komme ich nicht dran. Und... Oh, ich habe eine Idee. Das ist meine Idee. Okay, das wäre meine Idee gewesen, wenn sie funktioniert. Sie funktioniert aber nicht so, wie sie funktioniert. Wie ich es mir vorgestellt habe, eigentlich sollte mein kleines Pet mir nämlich hier helfen. Aber nee, nix ist. Boah, das war ja mal richtig fail.
Und zwar gewaltig. Ich muss erstmal wirklich den Todbringer erledigen. Aber ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Und mein Pferdchen hilft mir auch sehr, sehr gut weiter. Na komm. Halt auf den. Ein kleines Problem weniger. Komm. Trifft er? Trifft. Weiter. Ich habe keine Munition. Eins, zwei. Weiter geht's. Ah, das sind heftige Hits. Was kommt da? Das ist nur der Dude. Mir ist eigentlich im Grunde alles egal, solange der Todbringer langsam, aber sicher das Zeitliche segnet. Boah. Okay. Ein Problem weniger. Das, zumindest das große Problem. Ich hoffe, das ist auch das größte Problem, was hier rumläuft. Okay. Habe ich. Aber hier drüben sind auf jeden Fall noch ein paar von den von den Verderbern. Jetzt muss ich nur gucken, wo. Okay, da drüben habe ich einen. Ich bin jetzt erstmal für die Dudes unsichtbar. Das ist zumindest schon mal ein gewisser Erfolg für mich. Da kommt irgendwas. Solche Viecher sind mir gänzlich egal. Die sind schnell erlegt. Und was kommt da angehuscht? Noch einer. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Wir machen das hier vorsichtig. Erstmal. Ach, dammit. Es ist schon spät. Mein Aiming lässt nach. Hui! Na komm. Und Schuss. Und dich hole ich jetzt mit dem kritischen Treffer weg. Lebst noch? Jetzt nicht mehr. So, den Verderber habe ich. Wo ist er eigentlich? Ich glaube, ich habe den Todbringer noch gar nicht gelootet. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Das sollte ich vielleicht mal machen. So. Okay.
das Becken. Es ist verwüstet. Das hier war jahrelang meine ganze Welt. Sie wurde innerhalb von Stunden zerstört. Das ist echt schon ein trauriger Move, der hier abläuft. Aber wir müssen hier jetzt echt gucken, dass wir hier Kleinkram gesammelt bekommen. Also sowohl... ein bisschen. Ich muss auf jeden Fall Grünzeug sammeln, weil das, was schon echt ein bisschen bitter, was ich hier jetzt gerade eben an Grünzeugs verpulvert habe. Das brauche ich vielleicht noch. So, auch hier ruhig nochmal schnell speichern. Alles, was schnell speichern und neue Kräuter sind auf jeden Fall ein wichtiges Gut hier gerade. Okay. Es sieht soweit ganz okay aus hier. So, ich scanne einmal ganz kurz die Umgebung. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Scannen. Und... so. Kein Vogelgesang. Noch nie war es hier im Becken so still. Stimmt. So. Hm. Jetzt, wo sie es sagt. Ich kann dich hören, glaube ich. Was? Ich kann dich hören. Ich konnte auch hören, wie du zum Boden gehst. So, ich habe echt ein bisschen Sorge, dass wir hier gleich langwandern und wir gleich wieder vom nächsten Todbringer stehen. Und das noch bevor wir unser Grünzeug gepackt haben. So ein bisschen einkaufen wäre hier jetzt auch nicht schlecht. Vielleicht finde ich hier irgendwo noch einen. Mir gehen gerade echt massiv die Pfeile aus. Bin ich aber auch selbst schuld. Ich habe schon zu viel dabei. Weil ich einfach den Todbringer so mit Pfeilen gelöchert habe. Ja, komm. Dann machen wir jetzt die Kills. Eindringling! Anders. Oh fuck. So, das war immer schöner Jump. War hier noch was? Oh, Tatsache. Den habe ich ja gar nicht kommen sehen. So, aber auf diese Art und Weise bekomme ich zumindest ein bisschen Kram wieder. Jetzt hoffe ich natürlich nur, dass ich auch ein bisschen Heilkram dazu bekomme. Und nicht nur so 0815 Zeugs wie Scherben oder sowas. Währung ist zwar schon eine coole Sache, aber die Währung bringt in diesem Spiel nicht so viel wie rohe Materialien. Das finde ich schon ziemlich geil tatsächlich. Oh. Da drüben läuft eine ganze Horde rum. Ich sehe da drüben einen Sägezahn und andere Viecher. Mutterherz ist nicht das, was wir suchen. Obwohl es vielleicht gar nicht verkehrt wäre, dort einfach mal in diese Richtung zu rennen. Um ein bisschen, ja, Offroad zu gehen. Weil man sieht halt eben schon... Die sind hauptsächlich auf den Hauptstraßen unterwegs anscheinend. So, mal hier abspeichern. Und da sehen wir wieder noch mehr Grünzeug und noch mehr Müll auf dem Boden. Vor allem Müll auf dem Boden. Ja,
Ja, komm. Du hast mich eh gesehen. Also los geht's. Nein! Boah. Animation Lock. Und wieder ein Animation Lock. Sehr geil. Nimmt mir auch gleich den gesamten Wind aus den Segeln. Alles, was ich gesammelt habe, ist wieder zunichte. Wupp, wupp. Ja, man merkt, wir nähern uns langsam dem Endgame hier. Das erkennt man irgendwie anhand der Art und Weise, wie ich spiele. Gegen Ende des Spiels werde ich nämlich immer beschissener. Aber wir müssen schauen, dass wir hier mal ein bisschen... So viel zum Thema leichtes Gepäck. Leider ein bisschen mehr Nahkampf machen. Damit wir auch wirklich die Möglichkeit haben, dann hier Action zu machen. Oh, wir stehen ja schon fast vor der Haustür. Und wir haben noch nicht einmal ausreichend Heilkräuter gesammelt. Etwas Vorrat. Wow. Wait a moment. Was bist du denn für einer? Ach, du bist nur ein Plünderer. Plünderer sind mir egal. Passt mal auf. Die gehen relativ easy weg. Und fast weg. Die suchen mich. Wobei ich jetzt eigentlich auf das wechseln kann und puff. Und da kommt der nächste Plünderer. Und gib ihm! Und kommt nochmal. Einmal kurz aus dem Gebüsch raus und dann wieder ins Gebüsch rein. Und dann können wir vielleicht auch mit einem stillen Schlag das Viech ins Aus katapultieren. Da ist der Fette. Aber sehen tue ich den nicht. Das ist gut. Tatsächlich ist es gut, dass ich ihn nicht sehe. Wuss! Du konntest mich doch gar nicht sehen. So. Als ob der mich hätte gesehen. Oder hätte sehen können, vor allem. AC? Was meinst du mit AC? Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Oh, zumindest geht's hier mit meinen Heilvorräten ein bisschen voran. Oh, ich glaube, ich habe hier so eine richtige Heil... Achso, Assassin's Creed. Ja, habe ich auch schon mal überlegt. Gar kein so schlechtes Spiel. Also den ersten Teil habe ich zumindest mal angezockt. Und ich wollte sogar Assassin's Creed Unity Let's Playen.
Habe ich aber gar nicht, habe ich am Ende noch nicht gemacht. Warum, weiß ich gar nicht so richtig. Aber tatsächlich hat mich das Spiel, fand ich das Spiel schon ziemlich cool. Also insgesamt. So. So, ich muss hier jetzt mal ein bisschen gucken, nicht dass ich hier gleich mitten die Gegnerhorden renne, so wie vorhin oder so wie gerade eben. Noch ein Kampf. Noch eine Niederlage. Die Eclipse hat alles zerstört. Ja, das ist echt mies. Was haben wir denn da? Verderber. Achso, das sind nur Rohstoffe. Nur Rohstoffe sind gut. Kein Platz mehr. So viel zum Thema, die öffnen irgendwann mal das Tor. Böses Ding. So, ich verstecke mich jetzt hier im tiefen, tiefen Gras und mach mal das, was ich schon länger machen musste. Ich gehe mal auf Toilette. Bis denn, ciao.